Da war ich noch in der Animation. Wenn man die FPS-Begrenzung dran hat, kann man ja auch so einen coolen Doppelschlag machen. Wenn man im richtigen Moment nochmal schlagen drückt, glaube ich, war das so. Aber ich habe leider keine FPS-Begrenzung drin. So, ich denke, jetzt sollten wir Scavenger schaffen. In zwei. Schon zwischen den beiden. Aber selbst die Schifferrüstung ist echt schon Gold wert. Ah, ich habe noch was vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte nämlich noch in die Kneipe gehen und mir Sumpfkraut abholen. Das können wir wahrscheinlich später auch noch machen. Okay, 151 Erz. Das passiert mir nicht nochmal. Aber falls ihr gedacht habt, dass wir hier müssen. Wir legen uns erstmal in Nacht schlafen. Das füllt ja auch die HP auf. Und dann sind die NPCs immer an Ort und Stelle, wo man sie braucht, meistens. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Ja, wie immer. Was hast du denn zu bieten? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken? Vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Buddler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut.
Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Was nehmen wir mit? Gute Entscheidung. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Hm. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen. Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen, dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ach, und noch was. Manche Treffer richten mehr Schaden an als andere. Als Anfänger hast du nur eine geringe Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter du fortschreitest, desto besser wird diese Fähigkeit. Ja. Trainierst schon, aber nicht zum Spaß. Ja gut. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann nochmal vorbeikommen. Gehen noch mal schnelle Welle aus dem Südtor raus. Ich habe da nämlich so ein Gefühl, wir werden da einen verschwundenen Gardisten finden. Ja, gut, dann nicht. Komm. Ich dachte, das kann schon sein, aber wen interessiert das? Ich glaube, hier ist auch eine der seltensten besuchten Stellen im ganzen Spiel. Hey, du! Oh, der hat eine echt schöne Hütte. Kluges Kerlchen. Eher nicht. Ja, Pilze bis an der Meer. War Feedback oder ist da tatsächlich was? Okay. Weil das wäre mir nämlich neu. Timing achten bei den Schlägen, dann kann man auch richtig schöne Kombos durchziehen. Ich glaube bis zu vier Schlägen oder drei Schlägen. Da ist wohl der, nach dem alle suchen. Oder zumindest viele. Dass der von so ein paar Molorats umgebracht wird, auch unwahrscheinlich. Schüssel. Fackel, zwei Bier und ein Dietrich. Ja.
gar nicht mal so schlecht. Den wollen wir erstmal nicht anlocken. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Na, oh. Hätte uns ruhig mal vorher sagen können. Oh, ich weiß nicht, bezahlen wir. Na, wir geben ihm mal 10 Erz. Ich hab noch mal. Du hast eine. Der ist ihm sympathisch. Ich habe Neck gefunden. Gut. Hast du dafür Beweise? Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. War auch kein wahrer Freund, wenn er nur scharf auf das Amulett war. Wie geht's den Leuten hier nur ums Geld? Sagen erstmal ein bisschen braten. Oh, wie schnell. Einfach professionell. Das geht keiner so gut wie wir, glaube ich. War schon echt gut, vielleicht Coin gesammelt. Ich brauche ja echt ein paar Minütchen hier gefüllt. Vielleicht das zu